bei so einer Runde, Max, machst du jetzt mal Augen zu, ja? Ich wieder so, Max, keine Ahnung, er holt jetzt hier eine Feder oder so ein Scheiß. Ich habe eine Gurke. Ja Leute, aufgrund von Corona müssen wir natürlich auch hier bei Max vs. Chris kreativ werden. Heute haben wir bei Max vs. Chris, wer kann besser lügen? Das heißt, wir werden abwechselnd Gegenstände in die Kamera halten und werden sagen, was vor uns liegt. Und der Gegner muss herausfinden, ob wir die Wahrheit sagen, was hier liegt, oder ob wir komplett Scheiße erzählen. Hört sich erstmal komisch an, ist aber, glaube ich, eine mega, mega geile Idee. Ja Leute, es ist wieder an der Zeit, Teams hier wieder zurück ins Leben zu rufen. Team Chris, wo seid ihr? Wo ist Team Chris? Leute, wenn ihr Team Chris seid, kommentiert einfach mit Hashtag Team Chris. Team Chris ist eh nicht da. Denn es gibt nur Team Max! Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Wer fängt an? Schick, Schuck. Okay. Nee, eigentlich darf ich anfangen, weil ja jetzt eh mehr Leute Team Chris kommentiert haben. Ach, dann fang halt an. Ja, ja. Oder? Verlierer fängt an. So, Leute. Mein Gegenstand Nummer 1 ist ein... Was ist es? Ball. Ja, wie, was Ball? Ich hab einen Ball hier liegen. Einfach einen Ball. Mhm. Welche Farbe hat der Ball? Hä? Welche Farbe hat der Ball? Weiß. Ein weißer Ball? Also halt mit so Kacheln. Ja, beschreib dir mal so ein bisschen. Was siehst du, wenn du auf den Ball drauf guckst? Weiße Kacheln, bisschen schwarze Farbe. Naja, halt ein Ball eben. Ein Fußball? Ein Fußball. Ein Fußball? Ein großer Fußball oder ein kleiner Fußball? Nö, ein normaler Fußball halt. Ist der aufgeblasen? Ja. Kannst du mal kurz so auf den Tisch fallen lassen? Kann halt sein, das stimmt schon. Soll ich ihn nochmal fallen lassen? Ja, bitte. Nein, ist zu hart für mich. Das war dein Ellenbogen. Wie viel hat der damals gekostet? Oh, keine Ahnung, was weiß ich. Was ist eine Frage? Ich sag, du lügst. Nö. Du lügst? Schon geil. Ja! Ja! Hab ich das fast geglaubt? Wirklich? Der hat's verkackt. Der hat's ja, nein, ich dachte, das wäre ein Ellenbogen gewesen. Ich hätte da einfach so machen. Aber das hätte schon gepasst vom Ball. Oh Gott sei Dank, Alter. Oh Gott. Ich dachte echt, das sei gut. Bei so einer Runde, Max, machst du jetzt mal Augen zu, ja? Ich wieder so, Max, keine Ahnung, er holt jetzt hier eine Feder oder so ein Scheiß. Ich habe eine Gurke. Hast du eine Gurke? Ja, einfach nur eine Gurke. Einfach schön. Eine Gurke. Okay. Wie lang ist die Gurke ungefähr? Das ist vielleicht so Gurken. 45 cm oder so. Hat eine normale durchschnittliche Gurke. Wo hat die gekauft? Ja, bei Penny. Lass die Gurke mal aus beiden Händen einfach auf den Tisch fallen. Du lügst. Wieso? Weil es ein Dildo ist. Woher weißt du das? Alter, woher weißt du das? Es kann doch nicht sein, dass du es weißt. Woher? Oh Mann, Alter. Ja, okay, 1-1, gell? Ich habe hier eine Kerze im Glas. Eine Kerze im Glas? Mhm. Welche Farbe hat die Kerze? Weiß. Was für ein Glas? Ein durchsichtiges. Hat dieses Glas irgendwelche Muster oder so? Nö. Einfach glatt? Einfach glatt durchsichtig. War die schon mal an? Was? War nee, die ist noch frisch. Komplett frisch? Ja. Wie groß ungefähr? Wie groß? Keine Ahnung. So das hier haben wir dann. 10 cm? Mhm, schieb's mal so ein bisschen auf den Tisch so hin und her, bitte. Ja, aha, okay. Das Rollen oder so? Ist da unten ein Zettel dran? Ein Barcode, ja. Mhm, lest mal vor, was auf dem Barcode draufsteht. Wie was auf dem? Ja, was auf dem Barcode draufsteht. Yankee Candle. X3, 8, 4, 7. Was, Yankee Candle? Ja. Ja, ich sag, du sagst die Wahrheit. Flossen. Ja, ja, ich sag, du sagst die Wahrheit. Ja, okay. Scheiße, Alter. Okay. Mhm. Was liegt vor dir, Max? Ich hab hier ein Trainingsgerät. Ein Trainingsgerät? Das ist viel zu ungenau. Ich hab halt ein Trainingsgerät. Ein Nee. Okay, nee. Ich hab hier ein Gesichtstrainer. Ein Gesichtstrainer habe ich hier. Ein Gesichtstrainer? Ja. Was ist ein Gesicht? Ja, für die Muskeln im Gesicht. Was macht er? Ja, man trainiert die Muskeln im Gesicht. Ja, wie? Wie macht man das? Ja, da beißt man drauf. Junge. Das Problem ist, du bist so
durch, dass ich dir sogar zutraue, dass du so ein Ding besitzt. Wirst schon mal kurz drauf beißen, ich mache Augen zu. Aha. Jetzt zieh das mal so weg. Ja, hab ich. Ich schwöre dir, du hast nicht drauf gewissen. Ich schwöre, ich hab drauf gewissen. Okay, lass mal aus der Hand wieder auf den Boden fallen. Nochmal? Nochmal bitte, nicht halten danach. Ah, das ist ein hüpfender Gesichtstrainer. Ja. Okay. Hast du den schon mal verwendet? Ja, gerade eben. Also, gerade eben das erste Mal. Nee. Und was machst du mit dem so? Liegst du abends im Bett und denkst so, wow, beiß ich jetzt mal auf meinen Gesichtstrainer drauf? Oder was? Ja. Du lügst. Ich lüg? Ja, du lügst. Du lügst. Das ist ein Flummi. Das ist ein Gesichtstrainer. Als ob! Ich schwöre. Guck so. Also, aber hast du den jetzt extra dafür bestellt? Klar, ja. Ich habe hier einen Salzstreuer. Ein Salzstreuer? Ein Salzstreuer. Ja, halt so einen normalen Salzstreuer? Und oder? So einen Salzstreuer. Jetzt ja, so eine Ratsche? Ja. Ist der voll gerade? Nee, nicht ganz. Willst du mal drehen? So halb voll. Willst du mal drehen? Was? Willst du mal drehen? Drehen? Ja, halt das Ratschen drehen. Ja, dann tue ich halt hier aufs Dings. Ja, mein Gott. Boah, fuck. Was mach ich jetzt? Ist das Glas, gell? Ja. Ist so ein Metalldeckel drauf? Ja. Willst du die Decke mal kurz runter machen? Machen wir wieder drauf, die Decke? Hä? Machen wir die Decke wieder drauf. Ah, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ich sag, du lügst. Ich sag, du lügst. Voll tief voll. Ja! Ja! 2-1! 2-1! Digga, ich mach gleich den Sack zu, wenn du sicher redest. Also, mein Freund, sind bereit. Eine Nasenklammer. Wir haben hier einen Schuh. Einen Schuh? Ja. Wie sieht der Schuh denn aus? Der ist weiß mit... Ist dein Schuh? Ist mein Schuh. Was ist eine Marke? Nike. Ah, Nike? Mhm. Okay. Der ist weiß. Okay, tu mal den zubinden. Zubinden? Mhm. Ja, ist zu gewünscht. Okay, jetzt tu den mal so schnüren. Okay, und jetzt zieh mal an jedem Ende ganz schnell auf. Nimm den mal in die Hand, mit einer Hand den Schuh, mhm, unten rein, mhm. Mhm. Und schwenk den mal so über den Tisch. Okay, ja. Und jetzt? Und wo sind die Schnürsenkel? Ja, hä, am Schuh? Sind die ausverkauft? Die müssen doch runterhängen jetzt. Ja, die ja. Ja, lass sie halt mal runterhängen. Okay. Okay, jetzt noch. Zieh ihn an. Ich das jetzt gehen. Ja, okay. Ja, schon. Jetzt hau mal deinen Fuß auf den Tisch. Ich könnte mir vorstellen, dass du, kleiner Pimmel da drüben, gerade nicht nur ein Ding auf dem Tisch hast. Ich habe einen Schuh vor mir liegen. Du hast einen Schuh vor dir liegen. Ja! Ich muss. Und gezogen hast mit deinem scheiß Ding. Ja, aber das war unabsichtlich. So. Ich hab's extra wieder hochgeschoben. Oh. Ja. Huh. Ja. Jetzt ist halt ein Left übrigens. Ne? Okay. Also. Wer jetzt richtig liegt, gewinnt. Beziehungsweise mit nachziehen halt. Soll ich den Leuten sagen, was vor mir liegt? Yes. Vor mir liegt ein Analplug. Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll. Ist der aus Metall? Nee, Silikon. Wie ist der so aufgebaut? Ich weiß nicht, was ein Analplug ist. Beschreib mal. Ist so ungefähr, was sagt man, so 10 cm lang, sag ich jetzt mal. Mhm. Dann fängt der dicker an hinten ein bisschen. Und wird halt nach vorne immer dünner mit so Ripple 1, weißt du?
So, von hinten. Gibt es verschiedene Größen oder was? Was? Gibt es verschiedene Größen? Nee, ist ein Strang. Aber es wird halt von hinten nach vorne dünner, dass man es halt besser einführen kann und hinten dicker wird. Und dann halt so ein Pfropfen hinten dran? Nee. Kannst du den jetzt auch hinstellen? Nee. Theoretisch. Nicht? Der fällt halt so mehr oder weniger um. Okay, lass mal plumpsen. Hä? Lass mal plumpsen. Nochmal? Welche Farbe hat er denn? Blau. Schon benutzt? Klar. Ist gut so, die kann man gut. Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Ja klar, kann man gut. Oh. Ja, jetzt kommt zu der Entscheidung. Liegt hier ein Analplug oder liegt hier kein Analplug? Es liegt kein Analplug da. Oh, Scheiße. Das war's? Ja, richtig! So, jetzt bin ich richtig erregt. Hab ich gewonnen. Ich hab hier ein Tampon. Du hast ein Tampon. Ja. Ja? Mhm. Dann pack das mal aus. Ja, warte, ich bin dabei. Okay, jetzt zieh den Pfropfen hinten raus. Ja. Lass es fallen. Lass es von höher fallen. Lass es von noch höher fallen. Ja, klar. Soll ich so zeigen, oder? Lass es höher fallen. Augen zu. Was für eine Marke? Gibt's da mehrere? Ah, das ist OB, glaube ich. Na, du wisst ja, er stellt sich so dumm. Er stellt sich so dumm. Ja, da liegt ein Tampon. Klar liegt da ein Tampon. Ja, da liegt ein Tampon. Ja, na klar liegt da ein Tampon. So, man nennt es auch Schachmatt. Ich habe eine Zahnbürste vor mir liegen. Was für eine Zahnbürste? Oh, ja, eine elektrische oder so? Ah, eine aus Holz. Aus Holz? Mhm. Was für ein Holz? Eine Buche. Was steht da drauf? Wie, was steht da? Ja, was für eine Marke oder so? Nix. Einfach nur... Ah, doch, hier. Smile a secret. Dann heben wir hoch und lass runterfallen. Du lügst! Ah! Ach, Scheiße, Alter! Ich sehe jetzt mal Secret drauf. Ja. Also, ich habe hier vor mir ein paar Kopfhörer. Was für Kopfhörer? Ja, so In-Ears. AirPods? So ähnlich. Hä? Hast du sowas? Ich habe sie auf jeden Fall hier liegen. Okay, was für eine Farbe? Schwarz. Ich weiß, du hattest mal so Hörgeräte. Steck sie dir beide ins Ohr. Ich guck nicht hin. Mhm. Hab ich? Hä? So ein Junge, er ist so ein Schauspieler. Ich hab's nicht gehört, oh hast du mein gesagt. Gott. Ich hab mich ganz schlecht verstanden, die Musik war so laut. Ja, du hast Kopfhörer da liegen. Ja. Ja! Falls dir das Video gefallen hat und falls dir Max und Chris gefällt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen runter, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder heißt Max und Chris.